Oh, was ist das denn hier, Freunde? Wir werden von einem Alien angegriffen. Warte mal, kann ich da drauf schießen? Putz! Kann ich den? Ja, ich kann den platt machen. Wir spielen heute den Alien-Verteidigungs-Tycoon, Leute. Wir müssen die beste Basis bauen, um uns gegen Aliens zu verteidigen. Und ihr seht ja, und wir werden dann hier angegriffen. Da hinten ist unsere Basis. Und wir müssen uns irgendwie hier verteidigen. Wir können hier irgendwelche Sachen bauen. Freunde, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch die Videos hier gefallen. Weil ich kann jetzt hier mal direkt ein Zelt errichten. Zack. Und einen Scharfschützen? Hier. Ja, so ein. Der schießt jetzt schon mal drauf. Okay. Ich helfe auch. Ich helfe auch. Ich schieße auch drauf. Zack. Mach platt das Alien. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Okay, wir brauchen noch mehr Leute zur Verteidigung. Was gibt's hier? Hier kann ich so Fässer kaufen. Okay. Okay, das hier sind so Einheiten, die kosten Robux. Gut. Warte mal. Wir haben 600 Dollar. Ich baue jetzt erstmal ein bisschen was. Hier kann ich noch einen Schützen hinbauen. Let's go. Ich stelle nochmal den hier hin. Ja, und zusammen schaffen die es jetzt schon, das zu besiegen. Richtig gut. Okay, wir bauen das mal weiter aus. Weil desto weiter wir das ausbauen, desto mehr Einheiten können wir hinstellen. Und den hier upgraden wir jetzt mal. Guck mal, jetzt hat er schon eine viel bessere Waffe. Oh, jetzt kommen aber auch mehr Aliens. Aber wir haben viel mehr Feuerkraft. Ihr seht das. Da können wir jetzt schon viel besser die aufhalten, glaube ich. Warte, ich muss trotzdem helfen. Oh nein, nein. Okay, warte, zack. Mach die mal platt schnell. Alter, die haben übel viel Leben. Warum halten die so viel aus? Warte mal, der hier ist fast down. Und er auch, okay. Alter, ey, das wird viel schwieriger als gedacht. Ich dachte, wir bauen uns hier ein bisschen eine Base und dann gar kein Problem. Aber das wird übel. Okay, warte, wir haben ihn schon mal geupgradet. Dann kaufen wir noch ein paar mehr von diesen Kisten. Und was weiß ich noch, was hier noch so rumliegt. Hier irgendwie Sonnenkollektoren. Ey, wir bauen hier eine richtige Basis. Sind wir auf einem fremden Planeten eigentlich? Kann das sein? Oh, hier. Ich kann noch einen Scharfschützen kaufen. Kaufen wir direkt. Let's go. Hier noch irgendwie einen Frachtwagen und was weiß ich. Okay, richtig gute Sachen, die wir uns hier hinstellen können. Und Barrieren. Da können wir eine schöne Mauer hinbauen. Und was ist hier? Ein Blaster. Oh, hier kann ich... Warte mal, dann stellen wir den mal hier hin. Und den hier upgraden wir auch mal direkt nochmal. Let's go. Alter, was sind das für Aliens? Das sieht aus wie irgendwelche Echsen. Oh, warte mal, die kommen safe durch. Die kann ich nicht aufhalten. Guck mal, wie stark die sind. Ey, kann ich die stoppen? Jetzt muss ich hier irgendwie auf die draufschießen mit meinem Laser hier, damit ich die irgendwie aufhalten kann. Boah, das schaffe ich aber nicht. Die haben zu viel Leben. Okay, wir lassen die durchlaufen. Wir lassen die durchlaufen. Sollen die ein bisschen Schaden machen, ist okay. Da müssen wir mit leben. Basis zerstört? Alter, hat man direkt verloren, wenn die einmal ein bisschen durchkommen? Okay, wir brauchen stärkere Einheiten. Wir brauchen noch viel stärkere Einheiten. Warte, hier eine Tech-Wache. Okay, wir stellen erstmal so einen Mini-Geschützturm hin. Mehr kann ich mir gerade sowieso nicht leisten. Da kommen noch mehr. Noch mehr Aliens. Alter, was? Oh, aber ich kann einen Vernichter kaufen. Für 1500. Den kaufen wir gleich erstmal. Und dann schaffen wir es, denke ich, auch noch... Alter, die kommen schon wieder durch. Das gibt's doch gar nicht. Ey, das kann mir niemand erzählen. Hier, ich kaufe so einen Vernichter. Der wird hoffentlich was aufhalten können. Ey, das ist doch bodenlos. Warum sind die so stark? Warum sind die direkt von Anfang an so stark? Das kann doch nicht sein. Pass auf, wir überspringen nochmal eine Welle. Ich baue mir hier mal eine Kaserne hin. Und dann können wir dann gleich auch noch ein paar Sachen kaufen. Aber das ist doch krank. Wieso sind die so stark direkt? Das gibt's doch gar nicht. Okay, warte, jetzt will ich mal schauen, was passiert. Jetzt kommen noch mehr Aliens hier rein. Ich kaufe noch mehr Barrieren. Und jetzt hier, yo, der Vernichter haut jetzt hier richtig Damage rein. Let's go. Dann reicht's vielleicht auch um diese, das sind so Echsenviecher, ne? Guck mal, die haben so Echsenköpfe. Um die zu besiegen, schickt's dann jetzt vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Alter, die sind trotzdem übel stark und kommen übel weit, ne? Ey, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Warum ist das so? Warum sind die so strong? Okay, ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen Geld sammeln und noch ein bisschen hier ausbauen, denke ich. Das mache ich jetzt erstmal. Ich baue hier noch ein bisschen. Da müssen wir jetzt erstmal ein paar Wellen verlieren. Da kann man nichts machen. Wir müssen erstmal Geld zusammenkratzen. Ansonsten werden wir hier von den Aliens komplett fertig gemacht. Aber ich glaube, wir sind ja auf einem fremden Planeten. Ich dachte eben erst, wir sind irgendwo auf der Erde in der Wüste oder so. Aber das sieht mir hier so aus. Wir können hier einen Revolver-Scharfschützen hinstellen. Let's go. Vielleicht kann der uns helfen. Oh, und hier noch einen Scharfschützen für 700. Dann haben wir direkt diese geupgradete Variante. Richtig stark. Und dann schauen wir mal, was als nächstes passiert. Die greifen jetzt da hinten an und durchbrechen unsere Verteidigung. Der eine läuft noch da hinten. Seht ihr es? Da hinten ist er noch am Laufen. Aber der ist jetzt auch durchgebrochen. Und Verteidigung zerstört. Mano. Okay, so, jetzt hier vorne der Revolver. Schütze, der haut jetzt auch ordentlich Damage rein. Also wir machen auf jeden Fall viel mehr Schaden jetzt. Ja? Selbst diese Echsenviecher machen wir jetzt easy platt. Aber die sind teilweise zu stark jetzt. Ey, das kann doch nicht sein, dass die so... Guck mal, was hier durchkommt. Okay, Freunde. Ich verdiene uns jetzt mal ein bisschen Geld hier. Ich bleibe mal eine Weile hier stehen. Ich lasse die mal kämpfen und besorge uns ein bisschen Kohle. Beziehungsweise wir machen jetzt gerade mal hier einen Upgrade. So, jetzt ist der hier noch... Alter, wie sieht er aus? Er ist jetzt noch viel stärker. Coole Maske. Mal sehen, ob wir jetzt mehr reißen können. Weil ansonsten haben wir echt ein Problem. So, was ist hier eigentlich? Wiedergeburt? Können wir machen, wenn wir den Tycoon 100%...
10% abschließen und 15.000 bezahlen. Okay. Und langsam sieht es so aus, als würden wir schon mal signifikant mehr Schaden machen. Ich habe einige Einheiten jetzt hier ordentlich geupgradet, aber es reicht immer noch nicht, um diese Welle, die wir aktuell haben, zu schaffen, glaube ich, ne? Das ist echt crazy, wie viel diese Viecher aushalten. Das ist unnormal. Guck mal, die kommen immer mit so ein bisschen Leben. Kommen die hier noch durch? Ich glaube, als nächstes upgraden wir mal diesen Geschützturm hier, oder? Ja, komm. Den upgraden wir jetzt mal. Ich glaube, das wird einen ordentlichen Unterschied bringen. Und vielleicht als nächstes den Geschützturm hier vorne. Das kostet nochmal 6.000. Aber ihr seht ja, einige Einheiten hier habe ich auf Max-Level. Hier haben wir einmal geupgradet. Hier vorne den Scharfschützen haben wir geupgradet. Aber diese Wellen sind immer noch zu krass. Ich verstehe das nicht. Was sind denn das für Aliens? Auf welchen Planeten sind wir hier? Ja? Also, ganz schön frech. Aber schauen wir mal. Vielleicht geht es jetzt noch mehr mit dem Geschützturm da hinten. Der ist jetzt viel besser. Und die nächsten 6.000 investieren wir auf jeden Fall in diesen Geschützturm hier. Und dann gucken wir mal. So, der hier vorne kassiert jetzt schon mal ordentlich, ne? Der kriegt ordentlich einen rein jetzt hier. Oh, und der Geschützturm hat viel mehr Reichweite. Viel mehr Reichweite, glaube ich. Aber die kommen immer noch durch, ne? Alter, die kommen immer noch durch. Das gibt's nicht. Hä? Ist sogar einer mehr durchgekommen als eben. What? Okay, wir müssen den Geschützturm hier vorne upgraden. Wir müssen den Geschützturm hier vorne upgraden. Die 6.000 müssen wir jetzt gleich investieren auf jeden Fall. Das ist ja komplett crazy. Das ist ein heftiger Tycoon. Ich dachte, das wird hier, ne? Wie ich eben schon mal gesagt habe, wir bauen eine coole Alien-Basis und dann schauen wir mal, was so abgeht. Aber das? Wow. Okay, wenn wir jetzt die nächste Bezahlung kriegen, haben wir über 6.000. Das heißt... Wir upgraden den Turm hier mal und jetzt schauen wir mal, ob der den Unterschied macht jetzt. So, ob der jetzt viel mehr Damage macht. Also wir besiegen die schon mal sehr viel früher auf jeden Fall. Nur der Geschützturm haut hier ordentlich einen rein, ja. Macht auch mehr Schaden, glaube ich. Aber ist das genug? Ist das genug mehr Schaden? Ich weiß es nicht. So, wir haben jetzt den einen da besiegt. Das ist schon mal... Ja, okay, ja. Wir haben schon mal einige mehr besiegt als eben die ganze Zeit. So, jetzt könnte ich mal hier noch ein bisschen mithelfen vielleicht. So, okay, jetzt ist schon mal sind nur noch zwei durchgekommen. Es wird besser. Vielleicht als nächstes, bin am Überlegen, den hier vorne, das kostet, ist halt ein 7000 Upgrade. Oder ich upgrade hier hinten noch ein bisschen mehr die Basis, damit ich vielleicht noch einen zusätzlichen Turm kriege. Weil nur wenn wir die Basis weiter ausbauen, dann kriege ich mehr Geschützplätze. Wenn wir die Basis weiter ausbauen, habe ich mehr Platz für mehr Einheiten. Aber ich weiß nicht, ob dann auch die Wellen stärker werden. Sieg? Das war ein Sieg? Oh, weil die es nicht geschafft haben, genügend Schaden zu machen. Oha, wir haben einen Sieg gehabt. Let's go. Okay, warte, und wir können ihn jetzt hier upgraden für 7000. Zack. Jetzt hat er hier... Boah, der schießt Raketen jetzt. Let's go. Okay, vielleicht sind wir jetzt auf dem Level, dass wir die Wellen wieder schaffen. Weil es echt heftig, wie schnell dieses Spiel... Wie schnell hier diese Gegner stark geworden sind. Und wie sie nicht mehr aufhalten konnten. Okay, aber ich glaube, es reicht noch nicht ganz, oder? Nee, es reicht noch nicht ganz. Warte, ich helfe ein bisschen. Hier helfe ich jetzt nochmal ein bisschen. Vielleicht kann ich hier nochmal... Warte, vielleicht kann ich die hier nochmal aufhalten. Warte, wir halten ihn hier vorne auf. Pass auf. Der hat nicht so viel Leben. Den schießen wir jetzt einfach schnell kaputt. So, und dann drücken wir Skip, wenn wir den kaputt haben. Weil dann reicht es auch safe, dass wir... Hallo. Junge, kannst du ihn mal treffen, bitte? Danke. Ah, das sind echt wild gewordene Aliens, ne? Okay, wir halten ihn noch auf, bevor er in die Base kommt. Warte, zack, zack. Noch ein Schuss. Komm schon, fall um. Ja, okay. Und jetzt Welle überspringen. Das reicht jetzt, um zu überleben, weil der macht auf keinen Fall genug Schaden. So, haben zwar Außerirdische durchbrochen, aber wir erleben trotzdem, dass wir siegen. Let's go. Und jetzt können wir den Geschützturm hier vorne nochmal upgraden. Der kostet nämlich 8000. Die haben wir jetzt. Und jetzt haben wir... Wow! Der Geschützturm schießt jetzt auch mit Raketen. Ist ja verrückt. Übel viel Damage machen wir jetzt. Alter, die werden jetzt alle einfach platt gemacht. Okay, und jetzt kümmere ich mich darum, weiter die Basis auszubauen. Das reicht jetzt auf jeden Fall. Okay, wir schaffen die beiden hier immer noch nicht, aber nicht so schlimm. Die überleben als noch, aber egal. Ich laufe da jetzt nicht als hinterher und mache da noch ein bisschen Schaden. Nur damit die noch draufgehen. Das mache ich jetzt nicht die ganze Zeit. Wir können einfach Welle überspringen und dann gehen die so oder so drauf, weil die nicht durchkommen. Ja, hier, Welle überspringen, zack. Dann kriegen wir zwar ein bisschen Damage jetzt, aber, warte, zack, durchbrochen, durchbrochen, aber trotzdem der Sieg. Richtig gut. Okay, und wir bauen jetzt hier weiter aus, weil wenn wir weiter ausbauen, kriegen wir mehr Geld. Wenn wir weiter ausbauen, kriegen wir mehr Geld, wenn die Bezahlung ansteht. So, oh, das hier ist schon fertig, let's go. So, jetzt gibt's hier Stromleitung, bauen wir mal. Und hier kann ich die nächste Verteidigung wieder kaufen. Let's go. Go, machen wir auch gleich, machen wir auch gleich. Ich spare jetzt direkt 6.000 zusammen und kaufe direkt das Max-Level. Weil wenn wir den kleinen kaufen, müssen wir jedes Mal nochmal das Geld bezahlen, um die anderen zu upgraden. Und wenn wir direkt den größten kaufen hier für 6.000, dann muss ich nur einmal 6.000 zahlen. Und nicht jedes Mal irgendwie dann nochmal für das Upgrade. Das ist gut. So, 790 kriegen wir jetzt auch schon bei jeder Auszahlung.
Und wir machen Welle überspringen. Da müssten wir jetzt nochmal richtig viel Geld bekommen. Fast 3000, glaube ich. Und dann können wir uns vielleicht schon... Okay, ja, wir können uns den Blaster hier leisten. Let's go. Dann kaufen wir nämlich ihn hier. Der ist noch eine Stufe stärker als der hier. Also wenn man immer direkt die größten Türme kauft, ist das besser. Gucken wir mal, ob wir das jetzt schaffen hier, die alle zu besiegen. Wir machen jetzt da schon echt viel Schaden. Kann man ja nicht anders sagen. So, jetzt fängt er hier auch an zu schießen. Der macht auch ordentlich Damage. Aber reicht es? Oh, weiß ich nicht, ob das reicht. Oh, da kommen noch mehr, noch stärkere, oder was jetzt? Alter, die Wellen sind stärker geworden. Schon wieder. What? Ah, wahrscheinlich, weil ich noch einen Turm hingestellt habe, ja? Wahrscheinlich liegt es daran. Aber ich glaube, wir sind trotzdem stark genug, um die Wellen zu besiegen. Sind wir. Easy sogar. Alter. Ja, let's go. Okay, nice. So, hier vorne sind auch alle auf Maximallevel. Das heißt, ich muss nur noch hier hinten die beiden ein bisschen upgraden. Und wir können jetzt hier wieder, pass auf, Welle überspringen drücken und überleben trotzdem. Let's go. Okay, wir müssen diesen Tycoon auf Maximallevel bringen, Freunde. Wir müssen die Aliens alle aufhalten. Wir müssen es irgendwie schaffen. Wir können uns doch nicht von den Aliens hier veräppeln lassen. Das geht nicht. So, hier so eine Tech-Wache. Hier kaufen wir gleich auch direkt den größten Turm für 7500. Wir sparen jetzt einfach kurz ein bisschen. Wir warten und dann investieren wir das direkt. Oh, jetzt kommen wir auch richtig schnell voran mit dem Geld hier sogar. Jetzt kaufen wir mal den besten Turm, den wir uns hier leisten können. Weil wir sind jetzt gerade wieder so stark, dass wir es schaffen, die Wellen direkt zu besiegen. Schaut euch das mal an. Das hat gerade sogar einmal funktioniert. Ich meine, oh, hier sind jetzt stärkere Gegner. Aber mal sehen, ob es trotzdem reicht. Wir haben jetzt ja noch den Turm hier, der jetzt auch zusätzlich Damage macht. Ich habe es gerade nämlich geschafft, alle Aliens einfach so zu besiegen, ohne dass die durchgekommen sind. Dass wir irgendwie Welle überspringen mussten. Ja, schau mal, wir schaffen das wieder. Und dann gibt es noch mehr Geld. Das werdet ihr jetzt sehen. Passt mal auf, wie viel Geld wir jetzt bekommen. Ich glaube, 4000 oder so. Dafür, dass wir das... Oder 3700. 100, okay. Aber dann können wir ihn jetzt hier auch nochmal upgraden. Let's go. Und dann gleich hier den Turm auch nochmal auf Max-Level. Easy. Okay, aber erstmal kaufen wir hier drin noch mehr Sachen, damit wir auch so von der Bezahlung noch mehr bekommen. Ganz wichtig. Hier können wir nochmal Stühle kaufen. Kein Problem, machen wir. So. Und jetzt, ey, die Aliens werden so hops genommen. Die Aliens haben gar keine Chance mehr, Freunde. Richtig stark, was wir jetzt hier haben. Die wollen uns hier angreifen, aber können sie vergessen. Können sie vergessen. Okay. Wir upgraden jetzt den Turm hier noch. Dann haben wir den auch noch. Oh, warte, wird vielleicht doch ein bisschen knapp kurz. Nee, doch nicht. Gar kein Problem. Okay, wie viel Geld kriegen wir? 2800 nur? Egal, wir warten einmal kurz und... Okay, zack, Max-Level. So, alle Türme, die jetzt hier stehen, sind auf Maximallevel. Das heißt, hier kann nichts mehr durch. Die Aliens werden alle besiegt. Und wir werden Stück für Stück die Basis noch weiter ausbauen. Der perfekte Plan. Die perfekte Alien-Basis. Wir lassen uns doch nicht von Aliens hier veräppeln, Freunde. Wir schnappen uns hier den neuen Planeten. Wir lassen keine Aliens mehr durchkommen. Und wir bekommen gerade so viel Geld rein. Ich kann hier jetzt direkt nochmal einen Raketenwerfer hinstellen. Mit jeder Welle bekommen wir gerade ultra viel Geld. Jede Bezahlung bringt ultra viel Geld. Hier bauen wir jetzt noch eine Kommandozentrale. Ja, von hier aus können wir alles steuern. Und ich kann jetzt immer direkt die Einheiten auf Maximallevel hier hinstellen. Jedes Mal, weil wir so viel Kohle gerade bekommen. Das ist übel. Okay, aber wie groß wird dieser Tycoon noch? Wie groß wird unsere Basis hier? Warte, wir bauen mal hier diese Kartentabelle, so Stühle hier und was. So da vorne. Oh, die Zombies sind aber schon stark jetzt. Oh, die kommen aber trotzdem weit. Warte mal. Wieso kommen die trotzdem so weit? Das gefällt mir nicht. Ich meine, wir haben zum... Oh, oh. Ich habe eben noch groß erzählt, wir können jetzt alles immer easy aufhalten. Aber das stimmt wohl gar nicht. Warte mal, das lasse ich mir jetzt aber nicht gefallen. Die halte ich jetzt aber selber hier noch auf. Mit meinem Blaster mache ich die jetzt platt. Und wenn ich da jetzt ein paar Mal klicken muss, ist mir egal. Wir kriegen so viel mehr Geld, wenn ich die besiege. Ich versuch's. So, der eine hier ist jetzt umgefallen. Nice. Jetzt noch hier vorne diesen Polizisten-Alien oder was das ist. Er sieht halt aus wie ein Polizist, ne? Den machen wir jetzt auch noch platt. Alter, da habe ich gerade groß erzählt. Hier, gar kein Problem. Wir schaffen das jetzt locker. Und dann kommen die einfach durch, oder wie? Das geht doch nicht. So, alle besiegt. Und wir haben schon wieder 7000. Let's go. Ich brauche einen neuen Turm. Ich muss noch einen neuen Turm hier hinstellen. So, Sieg 2. Alter, wir haben 12.000 Dollar, Freunde. Nice. Aber ich kann gerade keinen neuen Turm hier hinstellen. Ich muss erst hier drin noch mehr ausbauen. Machen wir das mal gerade. Guck mal, wir können hier noch Stühle und sowas kaufen. Irgendwelche Schalltafeln, Stühle, Mülltonnen. Noch mehr Tafeln und noch mehr Stühle. Hier, noch ein Stuhl. Kauft den mal. Und hier noch ein paar Kisten. Zack, ist die Kommandozentrale fertig. Und hier können wir gleich noch einen Vernichter hinstellen. Für 8000 stellen wir gleich direkt den großen Vernichter hin, den wir da vorne haben, diesen riesigen Raketenwerfer. Dafür brauchen wir 8000. Wir beobachten das jetzt mal gerade. Ich weiß aber nicht, ich glaube, das schaffen wir nicht, bevor die Welle hier durch ist, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich helfe schon mal mit. Ich stelle mich hier hin, ich schieße schon mal mit drauf. Oh, es kommen nur die zwei. Die schaffen wir. Yes, die haben wir geschafft. Und jetzt kriegen wir wieder Geld für die Welle. Wie viel kriegen wir? Easy. Wir können den großen Turm nochmal hier hinstellen. Let's go. Alter, ist das cool, oder was? Okay, hier nochmal ein paar Barrieren. Haben wir noch mehr Mauern hinter uns. Und dann können wir hier gleich noch einen Hangar hinstellen. Ey,
Mega gut. Und wie groß ist bitte dieser Hangar, den wir hier jetzt kaufen können? Was können wir hier alles reinmachen? Munitionskisten, Container. Gibt's hier... Oh, einen Buggy stellen wir hier rein. Ja, moin. Und ein Raumschiff. Ey, das sieht mega cool aus, das Raumschiff. Hier noch so ein Raketenständer, Kisten, Schließfächer. Noch ein bisschen Licht hier drin. Ey, voll gut. Und dann können wir hier jetzt noch einen Blaster hinstellen. Den machen wir mal direkt auf Max-Level natürlich. Einen Stromerzeuger gibt es hier noch. Irgendwelche Treibstofftanks. Alter, was ist das denn für ein Boss? Alter, so ein riesiges Mega-Alien ist jetzt hier. What? Alter, kriegen wir das besiegt? Hier haben wir einen Stromerzeuger stehen. Sonnenkollektoren bauen wir noch hin. Kann ich hier vorne? Ja, hier kann ich noch eine Tech-Wache hinstellen. Warte, wir schaffen den, oder? Come on, schaffen wir den Boss? Oh, Mist, der lebt noch. Ja, ich habe ihn platt gemacht. Let's go. Und hier stellen wir nochmal so eine Tech-Wache hin. Easy. Und wir kriegen nur 2400 für so einen Boss-Gegner. Ich dachte, wir kriegen jetzt viel mehr. Okay, aber unsere Basis sieht schon mega cool aus, oder? Ich meine, schaut euch das mal an. Richtig strong. Und da vorne kommen jetzt natürlich noch mehr Aliens, aber wir haben auch als mehr Feuerkraft hier hinten. Also wird uns hoffentlich den Hintern retten. Denn wir müssen jetzt hier, guck mal, medizinischen Wagen. Dann gibt es hier noch so Kryobetten. Dann noch, warte, wie viele Aliens haben wir da jetzt noch? Sind da noch mehr von diesen großen Bossen? Ja, da sind zwei sind jetzt davon da. Was? Alter, WDF. Okay, warte, können wir die besiegen? Können wir die besiegen? Warte, die kassieren hier hoffentlich ordentlich. So, der hier wird platt gemacht, ja. So, alle drauf auf die Bosse jetzt hier, bitte. Alter, haben die viel Leben. Wow. Okay, unser Raketenwerfer macht ordentlich was. Jetzt greift der Raketenwerfer zum Glück den Boss an. Okay. So, und der nächste Raketenwerfer jetzt hier auch voll im Angriff. Der macht 500 Schaden. Okay, jetzt greift er den hinteren an. Sehr gut. Okay, let's go. Oh, hoffentlich kriegen wir den hier besiegt. Komm. Ich schieße noch ein bisschen mit rein. Ich schieße ein bisschen mit rein. Ich mache zwar nur 8 Schaden, aber vielleicht reicht es. Weil der kommt jetzt echt weit hier. Yes, wir haben ihn. Alter, war das knapp. War das knapp. Wie viel Geld kriegen wir dafür? Jetzt haben wir wieder 4000 bekommen. Okay, gut. Bauen wir mal hier die ärztliche Station fertig. So, zack. Alter, das hat übel viel Geld gekostet. Aber wir können jetzt hier nochmal einen Schützen hinmachen. Für 7000. Gleich auf Max-Level. Warten wir mal kurz. Die haben wir ja recht schnell zusammen. Was kriegen wir jetzt pro Bezahlung jedes Mal? Warte, ich will mal kurz gucken. 1800. Okay, das heißt, alle 10 Sekunden kriegen wir 1800. Wenn wir jetzt also nochmal kurz warten, können wir den Schützen schon hier hinstellen auf Max-Level. Das werden wir jetzt auch direkt machen. Wir stellen den erstmal hier hin. So, plopp. Und dann gibt es jetzt hier noch einen Landeplatz und so weiter. Ey, diese Aliens, ne? Die sind so stark jetzt mittlerweile. Aber hier ein Wachturm. Kann ich auf den Wachturm eine Einheit drauf machen? Ich hoffe. Kauf das mal. Kann ich da hoch? Nee. Steht einfach nur ein Wachturm. Oh mein Gott, ich dachte, ich kann irgendwas Cooles drauf machen, aber kann ich nicht. Oh Mist. Okay, nicht so wild. Ist halt so. Kann man nichts machen. Okay, da sind die Aliens. Die sollten aber besiegt werden. Die schaffen wir jetzt wieder. Ich helfe trotzdem schon mal mit besser. Schieß schon mal mit rein. Aber jetzt machen wir die noch leichter platt, weil wir noch den Schützen hier haben. Der schießt auch mit Raketen und direkt besiegt. Let's go, Freunde. Yes. Okay. Und wir kriegen 7000 für diese Welle. Let's go. Okay. Davon können wir jetzt hier noch das Labor kaufen. Und das werden wir jetzt auch mal direkt ausmaximieren, das Labor. Direkt alles kaufen hier drinnen, damit wir das schon mal haben. So, jetzt können wir hier auf unserem Labor stehen und alles draußen beobachten. Da vorne kommt der Angriff jetzt schon wieder. Die Aliens wollen durch, können sie aber vergessen. So, hier ein paar Sitzgelegenheiten kaufen wir noch. Alter, wie teuer sind die Sachen denn hier drinnen? Das gibt's doch gar nicht. Alter, aber wir kriegen neues Geld. Pass auf. Und wir kriegen 2000. Okay, das reicht aber auch alles nicht, um hier auszubauen. Aber es gibt eine neue Einheit. Sehr gut. Jetzt können wir hier noch einen weiteren Vernichter platzieren. Zack, für 8000 stellen wir mal hin. Und bald sind wir hier, glaube ich, auch fertig mit unserem... Oh, die Aliens werden noch stärker. Jetzt sind die schon bis hier hinten, kommen die jetzt schon. Oh, oh, gut, dass wir den Vernichter gerade gekauft haben. Aber gut, hat auch so gepasst. Warte, wie viel Geld kriegen wir eigentlich jetzt gerade für so eine Welle? Kriegen wir viel? 10.000? Ja, moin, okay. So, dann stellen wir hier mal noch so einen Satelliten hin. Noch so einen Satelliten. Und noch einen Satelliten. Und hier ein paar Container. Eine Radarstation. Und hier können wir dann noch einen Blaster hinstellen gleich für 6.000. Was gibt's jetzt noch hier zu kaufen? Warte, ich will erstmal noch mehr. Nee, warte. Wir stellen erst den Blaster hin, dass wir genügend Feuerkraft haben, ja? Ich glaube, es ist besser, wenn wir hier noch ein bisschen, ja, jemanden hinstellen, der schießen kann, anstatt dass ich hier noch Batterien und Fässer kaufe. Ja, ich mache mir nämlich ein bisschen Sorgen. Ja, dass, wie stark die Dinger hier noch werden. Nicht, dass hier gleich irgend so ein Mega-Boss-Alien kommt oder so. Und wir können ja auch immer noch kein Rebirth machen, weil der Tycoon noch nicht zu 100% abgeschlossen ist. Und ich weiß auch nicht, wie viel Prozent wir haben bis jetzt. Also, ein bisschen was brauchen wir auf jeden Fall noch, weil hier hinten ist noch alles frei. Da müssen wir bestimmt noch was hinbauen. Aber,
Okay, noch kein krankes Boss-Alien. Nur die ganzen Aliens, die eh schon als hier sind. Die aber ja auch schon mies einen reingelötet kriegen. So, der da drüben fällt jetzt direkt um. Nice. Und der hier sollte auch nicht allzu weit kommen, glaube ich, ne? Ne, keine Chance. Bye-bye, mein Lieber. Tschüss. Okay, und wir kriegen alle 10 Sekunden jetzt auch schon $2.500. Richtig gut. Okay. So, noch ein paar Sonnenkollektoren. Eine Techwache. Stellen wir hin. Hier nochmal so ein Turm. Nice. Haben wir platziert. Direkt auf Max-Level. Und noch ein paar Sonnenkollektoren. Sehr gut. Und jetzt können wir hier noch einen Hangar platzieren. Okay, und ich glaube, das ist auch jetzt schon... Warte mal, was ist das hier hinten noch? Das sind nochmal Barrieren nochmal? Ah, für hier hinten oder was? Ah, okay, okay, okay. Da müssen wir hier gleich auch noch welche kaufen wahrscheinlich. Und wir können hier bestimmt noch eine Einheit gleich kaufen, schätze ich mal. Wenn wir den Hangar fertig gebaut haben. So, hier haben wir Schließfächer und wir haben Munitionskisten. Und jetzt muss ich erstmal wieder auf Geld warten. Einmal kurz nicht da gewesen. Direkt hier $50.000 zusammen. Also wir kriegen gerade echt viel Geld. Diese Wellen geben auch gerade jedes Mal über 10.000. Richtig crazy. Und jetzt können wir hier... Ja, pass auf. Stromleitung. Zack. Schütze. Max Level. Zack. Barrieren, zack. Und jetzt haben wir komplett 100%ig ausgebaut und können einen Rebirth machen. Und dann müssen wir von vorne anfangen. Ja, ich glaube, wir sind fertig, oder? weil das ist immer der gleiche Tycoon, ne? Ja, ist immer der gleiche. Oder gibt es dann neue Sachen, die man hier platzieren kann? Ich glaube aber nicht. Ich glaube, es ist immer der gleiche Tycoon. Deswegen an der Stelle war es das natürlich für das Video. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.